Kommen wir zum zweiten Block jetzt hier in der Sporthalle Brake mit den Begegnungen Schwerte Zagreb. Beide Mannschaften haben vorhin verloren. Und das Topspiel im Moment wird sein Westfaler Wickede gegen Nette. Die beiden Mannschaften haben ihre Spiele gewonnen. Dann geht es weiter mit Brake 06 gegen ÖSG Viktoria 08. Die beiden Mannschaften haben auch gewonnen. Und als viertes zeigen wir in die Begegnung Brakel 61 gegen SG Rot-Weiß Germania. Diese beiden Mannschaften haben wieder verloren. Also spannend wird es jetzt gleich in den Begegnungen Westfaler Wickede gegen Nette und natürlich Brakel gegen ÖSG Viktoria Dortmund. Aber zuerst kommen wir zur Begegnung VfL Schwerte NK Zagreb. Ja, der VfL Schwerte hat auf großer Linie bis jetzt enttäuscht, das muss man so deutlich sagen. Und in diesem Spiel geht es jetzt ums Ganze. Man musste auf jeden Fall hier punkten, besonders wenn man zurückblickt auf die hohe Niederlage, das 8:1 gegen Westfaler Wickede gerade. Die Zagreber hatten ja verloren, vorhin gegen Nette mit 2:6. Aber jetzt lief es besser. Es waren 60 Sekunden gespielt. Josip Vidovic erzielte den ersten Treffer gegen den VfL Schwerte. Also man führte mit 1:0 ein Auftakt nach Maß. Tolle Torhüterleistung hier von Dominik Werdolczak, der sich hier auszeichnen konnte. Aber den Ton gab ganz klar hier der B-Kreisligist Zagreb an. Und es heißt nach 8 Minuten 2:0. Marcel Burazin, der Torschütze für den NK Zagreb. Also, es lief doch top. Noch einmal die Wiederholung. Keine Abwehrmöglichkeit. Klasse geschossen ins rechte Eck. Und weiterhin die Angriffswelle rollte von NK Zagreb. Was war los mit dem Bezirksligist aus Schwerte? Ja, verdient also führte die Mannschaft von NK Zagreb mit 2:0 zur Halbzeit. Und man muss sagen, dass sie in der Kreisliga B-Gruppe Vierer spielen, die Zagreber, und belegen da zurzeit den 10. Tabellenplatz. Aber Dankeschön, das konnten die Fans natürlich auch sagen beim Torhüter vom VfL Schwerte, der ein gutes Spiel machte und sich bemühte, wenig Tore zu kassieren. Aber dann passierte es in der 15. Minute. Havis Aletic, der Torschütze, zum 3:0. Für die Mannen von NK Zagreb. Ja, was war denn nur los mit dem VfL Schwerte? Ich glaube, Jörg Silberbach, der Trainer des VfL, er hatte zu diesem Zeitpunkt auch keine Lösung. Irgendwie war die Mannschaft von NK Zagreb einen Schritt schneller und sie hatte weitere große Möglichkeiten, um das Ergebnis zu erhöhen. Toll gemacht über außen. 4:0 für Zagreb. Josip Vidovic in der 18. Minute. Und das muss man so deutlich sagen, war auch verdient, denn die Mannschaft von NK Zagreb besiegte den VfL Schwerte und hatte damit große Chancen, am Samstag sich noch zu qualifizieren für die Endrunde in der Helmut-Körnig-Halle. Für VfL Schwerte waren damit eigentlich schon so gut wie die Lampen ausgegangen, hier in der Sporthalle Brakel. Bei Westfaler Wickede läuft es optimal und der Trainer konnte natürlich sehr zufrieden sein, denn das erste Spiel gewann man ja mit 8:1. Ja, das war ziemlich deutlich. Ja. Wir wollten von Anfang an geordnet in einer guten Grundordnung stehen und dann halt die Ballgewinne dann haben, tief spielen und dann halt dementsprechend zum Erfolg kommen. Und das haben die Jungs überdurchschnittlich gut gemacht. Jetzt gleich geht es gegen die DJK-Sportfreunde. Nette, sie haben ganz gut aufgetrumpft hier, der B-Kreisligist. Die haben gut gespielt, haben auch eine gewisse Grundordnung gehabt, haben hinten sicher gestanden, haben dann tiefen Ball auf die Nummer 11 gespielt, der durch seine Statur halt auch die viele Bälle halten kann, links, rechts, quergelegt. Die sind dann nachgerückt und haben so auch gute Tore, schnelle Tore erzielt. Ja, das haben sie gut gemacht. Ihr seid eine gute Mannschaft, ein Top-Verein. Ich vermisse aber ein bisschen eure Fans. Wo sind die? Ja, die sind alle noch, die feiern oder haben zu dolle Silvester gefeiert. Allerdings muss man sagen, also wir haben ja schon ein paar Fans hier. Insgesamt ist die Stimmung halt, hat so einen kleinen Abbruch gegeben, aufgrund, dass viele Vereine auch jetzt nicht mehr hier sind. Müssen wir uns wieder neu sortieren und müssen uns dran gewöhnen auch an die Situation. Aber zum Glück gibt es ja die Fans der Sportfreunde Nette. Sie sorgten weiterhin für eine fantastische Stimmung in der Sporthalle Dortmund-Brakel. Westfalia Wickede von rechts nach links in schwarzer Spielkleidung und die Mannschaft aus Wickede gab auch den Ton an. Sie ließ den Ball exzellent laufen.
Und es heißt 1:0 nach 120 Sekunden. Andreas Tötz erfolgreich. Noch einmal die Wiederholung. Keine Abwehrchance für den Keeper im Tor. Der Sportfreunde aus Nette. Und dann ein böser Fehler. Was macht er da? Alexander Schmidt erzielt 60 Sekunden später den Ausgleich zum 1:1. Also auch ein Auftakt nach Maß, besonders für die Fans, die mit angereist waren aus Nette. Und natürlich, man sah weiterhin tolle Torhüterleistung. Es war schon zu diesem Zeitpunkt eine klasse Partie, was die Zuschauer geboten bekamen. 4 Minuten später 2:1 durch Mohamed El Khademali. Wieder erneute Führung für Westfalia. Noch einmal die Wiederholung hier. Ja, man muss ganz deutlich sagen, dass die Mannschaft aus Wickede ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat ist für den Stadtmeister 2015. Die Mannen um Trainer Marco Schott ließen exzellente Ball laufen und dann plötzlich der Ausgleich. 2:2, da hat man nicht aufgepasst. Kevin Lösbruck, 9 Minuten waren gespielt und es war alles offen. Der B-Kreisligist erzielte den Ausgleich. Ja, auch in der Meisterschaft läuft es gut für Westfalia Wickede. Man belegt der Ende Westfalenliga zurzeit den zweiten Tabellenplatz. Ja, bei einem Halbzeitstand von 2:2 wurden auch dann hier die Seiten jetzt gewechselt. Und die Zuschauer sahen weiterhin eine klasse Partie. Und die Fans von der DJK Sportfreunde Nette, sie feuerten ihre Mannschaft natürlich kräftig weiterhin. Aber den Ton gab weiterhin aber auch hier die Mannschaft von Westfalia Wickede an. Das 3:2 dann in der 12. Minute. Markus Schärft, der Torschütze. Eine wunderbare Kombination. Man lässt toll den Ball laufen. Also eine technisch hervorragende spielende Mannschaft sahen die Zuschauer hier in der Sporthalle Brakel. Traumhafte Kombination, tolle Tore, was will man mehr? 4:2 in der 13. Spielminute. Tim Schrade, der Torschütze. Auch wenn nicht viele Fans aus Wickede da waren, aber die Fans, die da waren, sie applaudierten der Mannschaft entgegen von Westfalia Wickede, sogar die Fans der DJK Sportfreunde Nette. Denn man muss wirklich sagen, diese Mannschaft aus Wickede, sie versteht es, den Ball laufen zu lassen. Und es heißt 5:2 in der 15. Minute. Ani Konia war der Torschütze. Toll macht er das. Was für ein Hammer. Da kann er sich dranhängen. Also ein Spiel der Spitzenklasse sehen die Zuschauer hier in der Sporthalle Brakel. Was für eine tolle Partie und immer wieder die tollen Kombinationen. Wunderbar, er tänzelt und haut den Ball rein. Marco D., klasse hat er das gemacht. 6:2 für Westfalia Wickede. Ja, das war natürlich ein Spiel, wo die Zuschauer Spaß hatten. Und sie ging richtig mit. Das muss man nochmal so ganz deutlich sagen. Aber dann wiederum die DJK Sportfreunde Nette, der B-Kreisligist, zeigte, dass man natürlich auch in den Reihen gute Hallenspieler hat. Aber dann wiederum im Angriff gerade hier gewesen, Westfalia Wickede. Es wurde wirklich mit Haken und Ösen gekämpft, aber das Spiel blieb fair, muss man dazu sagen. Die Schiedsrichter hatten keine Probleme bis jetzt mit den Spielen hier in der Halle Brakel. Die letzten gut 50 Sekunden laufen und Westfalia Wickede im Angriff. Ja, jedes Tor ist wichtig beim Hallenfußball. Und es gibt noch einmal einen Eckball. Die letzten 20 Sekunden in dieser Begegnung laufen. Und der Ball ist drin. 7:2. Und das ist die Entscheidung gewesen. Andreas Tötz erzielte den Treffer hier mit der Nummer 11. Keine Abwehrmöglichkeit. Und damit besiegte Westfalia Wickede die DJK Sportfreunde Nette mit 7:2 verdient. Und wir kommen zur nächsten Begegnung. Dazu der Trainer der ÖSG Viktoria. Ja, also wir hatten ja schon mal das Vergnügen gegen Brakel zu gewinnen. Von daher unterschätzen wir uns auf gar keinen Fall. Ist eine sehr, sehr starke Einzelkönnermannschaft, sage ich mal, die am Ball sehr, sehr gut sind. Schätze ich ein bisschen schwächer als Wickede, von daher müssen wir einfach mal gucken, dass wir wirklich nur mal 20 Minuten in dem Spiel Gas geben und hoffen, dass da vielleicht sogar noch ein Unentschieden, vielleicht aber auch ein Sieg drin ist. Also eine Übermannschaft ist das nicht für mich, aber es ist auch natürlich auch keine schlechte. Wenn es gut läuft für die, schießen die auch 3 Tore, wenn es schlecht läuft, verlieren die auch mal 2:1 gegen uns.
Also ein sehr gut gelaunter Trainer und die ÖSG, sie ist eigentlich auch, das muss man schon sagen, die Überraschungsmannschaft hier in der Sporthalle Brakel. Brakel 06 von rechts nach links in weiß-roter Spielkleidung, die ÖSG Viktoria von links nach rechts. 4 Minuten sind gespielt und es gibt einen 8 Meter. Wir schauen uns das noch einmal in der Wiederholung an. Und der Schiedsrichter hat hier ein Foulspiel gesehen. Es hätte genauso gut aber auch eine Schwalbe sein können. Genau ist es hier nicht zu erkennen, aber der Schiedsrichter stand doch ziemlich nah und ich denke mal, er wird die richtige Entscheidung getroffen haben. 4 Minuten also gespielt, Oliver Adler und 1:0 für den SV Brakel 06. Der A-Kreisligist spielte exzellent mit, die ÖSG Viktoria. Sie kämpften und hatten auch Möglichkeiten. Und dann in der 5. Minute Ausgleich Christian Hagemann. Es heißt nur noch 1:1 und leicht geschockt die Mannen vom SV Brakel 06. Der Landesligist tat sich sehr, sehr schwer. Und dann wieder eine Riesenmöglichkeit für Brakel 06. Ja, die Zuschauer sahen eine sehr ruppige Partie. Es wurde doch ganz schön hier gefightet. Halbzeit 1:1 und in der 2. Halbzeit wurde die ÖSG immer stärker. Und es ging ganz schön zur Sache. Und hier gibt es 2 Minuten für Christian Hagemann. Damit war die ÖSG nur noch mit 3 Feldspieler auf dem Spielfeld. Und man musste jetzt natürlich aufpassen, dass jetzt nicht Brakel 06 die Führung erzielt. Aber klasse gemacht, eine tolle Kombination. Und mit 3 Mann erzielte man die Führung. Die ÖSG, sie führte durch Patrick Dahlke. Noch einmal die Wiederholung, keine Abwehrmöglichkeit. Ja, das war natürlich jetzt eine Riesenüberraschung. Der A-Kreisligist führt gegen den Landesligist. Und es wurde kräftig gefightet. Zahlreiche Freistöße, Unterbrechungen erlebten die Zuschauer in der Sporthalle Brakel. Und klar, das macht man nicht. Der Arm kommt raus hier, man sieht es in der Wiederholung. Und 2 Minuten gibt es nun für Brakel 06. Niklas Rybacik darf nun Platz nehmen auf der Strafbank. Und es sind knapp 2 Minuten nur noch zu spielen. Und erneut gibt es 2 Minuten für die ÖSG Viktoria. Die letzten 2 Minuten hatten es in sich in dieser Begegnung. Und die Zuschauer stellten sich die Frage, schafft es in 60 Sekunden Brakel 06 den Ausgleich hier noch zu erzielen? Man setzte alles auf einer Karte. Entweder oder. Man wollte doch nicht gegen den A-Kreisligist ÖSG verlieren. Und der Schiedsrichter pfeift. Wir schauen uns die Wiederholung an. Es gibt 8 Meter. Die Uhr ist angehalten, 47 Sekunden sind noch zu spielen. Mit der Nummer 9, Oliver Adler legt sich den Ball zurecht. Kann er den Ausgleich jetzt erzielen? Und er knallt den Ball ins linke Eck, Ausgleich 2:2. Und damit ist der Landesligist Brakel 06 mit einem blauen Auge davongekommen. Ich bin mal gespannt, was beide Trainer zu dieser Begegnung zu sagen haben. Also ich finde, wir haben unverdient verloren. Für mich ganz klar, einfach der Schiri hat damit entschieden, sage ich mal. Wir haben aus den Spielen nicht eine Aktion gehabt. Wir haben 2 Situationen. Die zweite kann man Elfmeter geben. Die erste sehe ich überhaupt gar nicht Elfmeter. Und ich finde es halt immer traurig, wenn dann solche Aktionen dazu dienen, dass solche Spieler entschieden werden. Weil sie hätten es nicht verdient gehabt. Das war es einfach. Wir waren einfach im Spiel drin. Wir hatten viel mehr Zweikämpfe geführt. Wir hatten bessere Aktionen. Wir haben die Tore geschossen aus dem Spiel heraus. Und dann ist es schade, dass wir nicht belohnt werden. Man muss aber trotzdem sagen, dass mit eurer Leistung ihr doch sehr, sehr zufrieden sein könnt, was ihr heute hier in der Halle Brakel geboten habt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja, wie gesagt, habe ich ja auch vor dem Spiel gesagt, Brakel sehe ich jetzt auch nicht als die Oberfavoriten hier in den allen Stadtmeisterschaften. Ist eine gute, durchwachsene Truppe, aber spielen halt sehr, sehr, sehr langsam Fußball. Da muss man über einen Zweikampf reinkommen. Wenn man das schafft und die Emotion mitnimmt, dann kann man da wirklich auch Parole bieten. Das haben wir geschafft und ich bin auch zufrieden, dass die Truppe da wirklich auch mit der letzten Woche und diese Woche auch wirklich so souverän auch das Turnier spielt. Man muss einfach sagen, wir haben jetzt in drei Spielen, glaube ich, 3-0 gespielt, jetzt in dem vierten Spiel 2 Gegentore gekriegt. Das ist schon eine gute Leistung. Ja, jetzt denkt man natürlich über den Samstag nach. Ja, das denken wir über den Samstag nach. Brakel 60, das kennen wir ja auch aus der Liga dementsprechend. Müssen wir dementsprechend mal unsere Leistung abrufen, nochmal alles abverlangen und hoffen, dass wir da dementsprechend nochmal wieder in die Spur finden, ganz wie wenn wir ins Turnier spielen. Und dann ist alles möglich am Samstag. Ich fand eigentlich alle Minuten spannend, wie schlecht man spielen kann, 20 Minuten lang. Von daher ist eigentlich schon überraschend, dass wir mit so einer Leistung morgen tatsächlich eine Chance haben, hier weiterzukommen. Weil normalerweise wird sowas bestraft. Aber das Niveau ist jetzt auch nicht ganz so weit oben hier heute. Von daher haben wir selbst mit unserer grottenschlechten Leistung noch Chancen aufs Weiterkommen. Aber ganz so optimistisch sind wir da auch alle nicht. Müssen mal versuchen, uns ein bisschen am Riemen zu reißen und ein bisschen besser Fußball zu spielen. Schauen wir mal, ob es morgen besser klappt. Heute hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Hat man ÖSG unterschätzt ein wenig? Wie sahst du die Schiedsrichterleistung die letzten 2 Minuten? Auch die 2 Minuten Zeitstrafen? Also für uns hat es mit Sicherheit nicht am Schiedsrichter gelegen. Die 2 Minuten hätte ich genauso gegeben wie der Schiedsrichter. Und ganz so toll finde ich die Schiedsrichter hier heute auch nicht. Aber ich kann ja nicht immer wieder mich über die Schiris beschweren, wenn wir so schlecht Fußball spielen. Also an dem hat es gerade definitiv nicht gelegen. Dass wir, ich weiß, gefühlte Niederlage. Ich glaube, wir haben 2-2 gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Katastrophe auf jeden Fall das Spiel, Uwe. Ja, soweit die beiden Trainer und wir kommen zur nächsten Begegnung. SV Brakel 06, SG Rot-Weiß, Germania. Und beide Mannschaften hatten ja ihr Auftaktspiel verloren und waren auch nicht in Topform. So muss man das sagen. Brakel 06 geht mit 1-0 in Führung nach 60 Sekunden. Und nach 5 Minuten sahen die Zuschauer dann ein Eigentor, Ausgleich 1-1. Beide Mannschaften spielen ja in der Kreisliga A und hier die SG Germania. Schöner Pass und der Ball ist drin. Es heißt 1-2. Czekaslini war der Torschütze in der 6. Minute. Und der Ausgleich dann in der 7. Spielminute. Und das Spiel war natürlich wieder offen. So wurden dann die Seiten auch gewechselt. Und die SG Rot-Weiß Germania wurde nun immer stärker. Schöne Kombination. Und es heißt 2-3 in der 14. Spielminute. Erfolgreich war die Nummer 10, Thomas Volzig. Und dann den 4. Treffer für die SG Germania. Und erfolgreich diesmal die Nummer 5 hier, Dominik Selig. Und das 5-2 in der 18. Minute erzielte erneut die Nummer 10, Thomas Volzig. Und so hatte die Mannschaft von Germania noch eine Möglichkeit für Samstag. Und das waren die Ergebnisse. Schwerte, SV Nette 3-2, Westfaler Wicke, der NK Zagreb 8-0, SV Brakel 06, SG Rot-Weiß Germania 9-0 und SV Brakel 61, ÖSG Viktoria 1-8. Und über Kreuz mussten dann antreten Westfaler Wicke der ÖSG Viktoria 08. Das Spiel endete 3-0. Damit war Wicke der qualifiziert. Brakel 06 gegen SV Nette 3-1. Damit war Brakel 06 qualifiziert. Und im letzten Spiel dann ÖSG Viktoria gegen SF Nette 3-2. Und damit hatte sich die ÖSG auch noch qualifiziert. Also Wicke der ÖSG und Brakel 06 werden wir am kommenden Wochenende dann sehen.